Hallo ihr Lieben, ich grüße euch aus der Friedenskirche. Wir wollen jetzt Gottesdienst feiern, feiern, dass Gott hier ist, dass er mit euch zu Hause auf der Couch sitzt oder mit dir unterwegs ist, je nachdem, wo du zuschaust. Und dieser Gott, der will dir heute begegnen. Und wir freuen uns auf eine Predigt von Ruth Kreiner, wir freuen uns auf Lobpreis. Und ich lade euch ein, am Anfang mit mir zu beten und Gott zu danken. Vater, danke, dass du hier bist. Dass du mit uns durch dieses Leben gehst, dass du mit uns durch dick und dünn gehst. Ich danke dir, dass du uns immer wieder mit deinen Augen leitest, dass du uns aufmerksam machst auf Dinge, die vielleicht nicht so gut laufen. Ich danke dir, dass du uns Kraft und Liebe füreinander schenkst und dass du auch jetzt hier bist und uns begegnen möchtest, zu uns sprechen möchtest, uns ansprechen möchtest, da, wo wir es brauchen. Danke, dass du ganz genau weißt, was wir brauchen. Und so legen wir dir diesen Gottesdienst hin, und beten um deinen Segen. Amen. Who breaks the power of sin and darkness, whose love is mighty and so much stronger, the King of glory, the King above all kings. Who shakes the whole earth with only thunder and leaves us breathless in awe and wonder, the King of glory, the King above all kings. This is amazing grace. This is unfailing love. You can take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Who brings our chaos back into order? Who makes the orphan a son and daughter? The King of glory, the King of glory. Who rules the nations with truth and justice? Shines like the sun in all of its brilliance, the King of glory, the King above all kings. Yeah, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Jesus, I sing for all that you've done for me. And worthy is the Lamb who was slain, and worthy is the King who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain. Worthy is the King who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain. And worthy is the King who conquered the grave, and worthy is the Lamb who was slain. Worthy, worthy. Oh, this is amazing grace. This is unfailing love. That you would take my place, that you would bear my cross. You laid down your life, that I would be set free. Oh, Jesus, I sing for all that you've done for me. Oh,
all that you've done for me. Habt ihr schon mal Kitesurfer gesehen? Da stehen Menschen auf einem kleineren Surfbrett und haben dazu noch einen Lenkdrachen, Lenkdrachen auf Englisch Kite, und surfen damit über das Wasser. Ich war in den Pfingstferien dann doch endlich an der Nordsee mit meiner Tochter. Und Nordsee, das bedeutet, manchmal ist das Wasser da, manchmal ist das Wasser weg. Was aber immer da ist, ist Wind. Richtig toller, herrlicher Wind. Und wenn Wasser und Wind da sind, dann kommen die Kitesurfer. Und es hat so einen Spaß gemacht, da am Strand zu stehen und diese ganzen Surfer zu beobachten, wie die über die Wellen gerast sind, manchmal über die Wellen gesprungen sind. Man sah das und da steckte so viel Dynamik drin und Energie und Freiheit und Kraft. Das war, allein vom Zuschauen hat man schon gute Laune gekriegt. Und während ich das so sah, beobachtete, erinnerte ich mich an eine Frau, die mir erzählt hat, weißt du, als ich mich für Jesus entschieden habe, das war so ein bisschen so, als ob ich bei bestem Surfwetter auf mein Brett gestiegen bin. Und da kam mit Gott so viel Schwung und Bewegung in mein Leben. Und manchmal ist es fast so gewesen, als ob ich über die Wellen springe. Oft war es so, als ob ich fliege. So war das für mich mit Jesus. Jetzt ist für jeden von uns klar, dass Surfer haben Spaß beim Surfen, aber sie stehen eben nicht immer nur auf dem Brett, sondern es gehört dazu, dass sie immer mal wieder ins Wasser fallen. Selbst die erfahrensten Surfer stürzen immer mal wieder ins Wasser. Das ist einfach so. Und genau das Gleiche gilt für unser Leben mit Gott. Hinfallen, abstürzen, scheitern gehört einfach dazu. Und deshalb möchte ich mit euch in dieser Predigt darauf schauen, wie man trotz Stürzen und Hinfallen weiterhin immer wieder über das Wasser flitzen kann. Und das, dass wir über das Wasser flitzen, das liegt an Gottes Gnade. Gnade lässt uns immer wieder weiter surfen. Gottes Gnade sorgt dafür, dass wir immer wieder neu auf unser Brett steigen dürfen, dass wir nicht im Meer absaufen, sondern dass wir eben einfach immer wieder weiter surfen können. Und ich möchte mit euch jetzt einen Surfkurs machen zum Thema Gnade. Und dieser Surfkurs beinhaltet drei Lernschritte. Und zwar hinfallen gehört dazu, aufstehen und dazulernen und als drittes konzentriere dich auf Gottes Gnade. Also, als allererstes, hinfallen gehört zum Leben dazu. Da ist die Bibel sehr realistisch. Die gibt sich keinen falschen Illusionen hin. Wenn ihr mal die Texte lest, da wird von so vielen Menschen berichtet, die gescheitert sind, die gestürzt sind, die hingefallen sind. Und deshalb im Buch der Sprüche in der Bibel, ein Buch von gesammelten Weisheiten, wo Menschen immer wieder ausgewertet haben, was ihnen passiert ist. Also, in diesem Buch der Sprüche steht, der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Der Gerechte fällt siebenmal und steht wieder auf. Und diese Zahl sieben steht nicht dafür, dass er eben nach dem siebten Mal dann nicht mehr stürzt oder nicht mehr aufsteht, sondern die Zahl sieben steht für immer wieder. Immer wieder stürzt der Mensch, aber er steht auch immer wieder auf. Und ganz wichtig, auch der gerechte Mensch, der Gott kennt und mit Gott lebt, stürzt immer wieder. Klar, keiner von uns fällt gern hin. Also wenn wir stürzen, wenn wir hinfallen, dann ist es immer verbunden mit sich ärgern, enttäuscht sein, mit Angst, mit Demütigung. Und richtig unangenehm ist es uns ja, wenn es andere mitbekommen haben. Da ist so dieses Schämen, diese Scham vor den anderen. Ich habe es nicht geschafft. Andere haben mitbekommen, dass ich es nicht hinbekommen habe. Es kratzt ja auch an unserem Stolz. Wir neigen deshalb manchmal dazu, dass wir solches Scheitern versuchen zu vertuschen oder zu beschönigen. Oder dass wir irgendwie gucken, ob wir wem anders die Schuld in die Schuhe schieben können. Und die Folge davon ist, dass wir letztlich noch tiefer fallen. Denn so ein Verhalten sorgt dafür, dass wir unehrlich werden und damit rutschen wir noch viel tiefer in die Finsternis. Und ganz ehrlich, der Teufel reibt sich darüber die Hände. Unsere Scham, die uns so reagieren lässt, spielt ihm die allerbesten Trümpfe in die Hand, dass wir eben uns noch tiefer reinreiten. Und an der Stelle ist Gottes Gnade
allerbeste Medizin, die wir bekommen können. Sie sorgt dafür, dass nicht unsere Scham oder unser narzisstischer Stolz unser Leben bestimmt, sondern dass wir durch Gottes Gnade erleben, wir werden bewahrt. Wir werden bewahrt dafür, dass wir uns selbst erhöhen müssen. Ich muss selbst dafür sorgen, dass ich toll bin. Und Gottes Gnade bewahrt uns dafür, dass wir eigentlich alle Energie darauf verwenden, unsere Fassade gewahrt zu lassen, dass wir doch irgendwie ganz toll sind und ganz fehlerfrei. All das will Gott uns schenken, dass wir eben nicht uns da rein verstricken müssen, sondern dass wir einfach wissen, seine Gnade ist da. Und das ist der Punkt, den wir einfach als nackte Tatsache akzeptieren müssen. Wir sind auf Gnade angewiesen. Und weil das so ist, betont die Bibel auch immer wieder, wie gnädig Gott ist. Dass sie uns Gott immer wieder vorstellt als einen gnädigen Gott, damit wir eben nicht verzweifeln müssen. Ja, wenn wir zugeben, wenn wir bereit sind, unsere Fassaden runterzulassen, dann wird es so sein, dass wir von manchen Leuten vielleicht weniger Anerkennung bekommen, dass wir vielleicht weniger Respekt, weniger Ansehen haben. Aber indem ich die Fassaden runterlasse und mich auf Gottes Gnade einlasse, komme ich Gott ganz viel, sehr viel näher und ich kann viel besser im wirklichen Leben leben. Ich kann meine Kraft fürs Surfen benutzen und muss mich nicht damit aufhalten, Fassaden aufrechtzuhalten. Gott will uns Freiräume schenken. Er will uns in die Freiheit reinsetzen. Und ein weiterer Freiraum ist, dass wir eben nicht uns die ganze Zeit damit beschäftigen müssen, wie kann ich nur die Fehler vermeiden? Wie kann ich es nur vermeiden, irgendwo auf die Nase zu fallen? Denn es ist einfach Fakt, dass Menschen Fehler begehen und dass sie schuldig werden. Wir wollen es nur nicht so gerne wahrhaben. Wir leben viel lieber mit dem Irrtum, dass das Stürzen die Ausnahme ist und dass in der Regel alles richtig laufen kann, richtig laufen muss und richtig laufen soll. Und weil wir diesen Irrtum haben, sind wir immer wieder überrascht, wenn wir selbst oder andere schuldig werden. Was? Das hat der gemacht? Nein, das hat die nicht gemacht. Wie konnte mir das nur passieren? Oh nein! Und das ist, jedes Mal sind wir wieder überrascht und denken, wie gehe ich denn damit um? Und an dem Punkt für uns einfach zu akzeptieren, hinfallen und stürzen ist keine zu vermeidende Ausnahme, sondern es gehört zu unserem Leben dazu, dass wir hinfallen. Wer denkt, er kann das Stürzen vermeiden, der muss mit seinem Surfbrett am Strand sitzen bleiben. Der setzt sich auf sein Brett an den Strand und dann begibt er sich in die Beobachterhaltung. Guckt, was die anderen machen. Mal kritisch, ob die es eigentlich schon ein bisschen drauf haben. Manchmal vielleicht ein bisschen Schadenfreude, aber das kriegt er überhaupt nicht hin. Manchmal auch verängstigt, weil man denkt, okay, das gehört auch noch zum Surfen dazu. Und manchmal neidisch, weil man denkt, boah, was erleben die Tolles und ich eben nicht. Aber Gott stellt sich das eben anders für uns vor. Er lädt uns ein, lern meine Gnade kennen, weil ich möchte, dass du, mein geliebtes Kind, über das Wasser surfen kannst. Ich möchte, dass du diese Freiräume erlebst und genießt. Und Gottes Gnade hat nicht das Ziel, dass wir zu perfekten und fehlerlosen Menschen werden oder werden müssen, sondern seine Gnade hat das Ziel, uns immer wieder freizusprechen. Nach jedem Sturz wieder ist Gottes Gnade für uns da. Und zwar egal, wie groß der Schaden ist, den wir angerichtet haben. Mit seiner Gnade hört er niemals auf. Immer wieder spricht er zu, du darfst frei sein. Von daher, Gottes Gnade ermöglicht es uns, dass wir uns nicht auf das Vermeiden von Fehlern konzentrieren müssen. An dem Punkt, ganz wichtig, nein, Sünde ist nicht egal. Es geht nicht darum, Sünde zu verharmlosen und zu sagen, ha, halt Fehler gemacht, macht halt jeder. Es steht fest, dass Sünde immer für Trennung und Zerstörung sorgt. Aber es geht eben darum, sich nicht darauf zu konzentrieren. Von Luther wird so eine nette Geschichte erzählt. Und zwar, er wachte nachts auf und der Teufel saß an seiner Bettkante. Und Luthers Reaktion war, ach, du bist es nur. Und dann schlief er weiter. Und darum geht es,
dass wir uns nicht auf das Finstere, auf das Schlechte konzentrieren, sondern dass wir uns auf einen Gott konzentrieren, der uns Freiheit schenkt und der alles Böse besiegt hat und alles Schlimme und Böse auf sich genommen hat. Das ist das große Geschenk für uns. Wir dürfen uns auf das Gute konzentrieren. Denn nichts ist bremsender, als wenn wir uns auf das konzentrieren, was wir auf keinen Fall tun wollen, was wir vermeiden müssen. Ein Surfer, der nur auf seinem Brett steht mit dem Gedankengang, ich darf hier nicht runterfallen, der wird keinen Spaß am Surfen haben. Für mich war ein sehr überzeugendes Beispiel, dass ich habe es versucht mit dem Skifahren. Und dann stand ich 3 Jahre lang in der Wintersaison auf meinen Brettern und hatte einfach nur Angst. Angst vom Hinfallen. Und ich bin um die Ecken gezogen und es hat überhaupt nicht geklappt. Meine Tochter dagegen stellte sich auf die Bretter, hat nicht weiter darüber nachgedacht und flitzte die Hänge runter, weil sie eben nicht gebremst wurde von dem, ich darf auf keinen Fall fallen. Also, lasst uns akzeptieren, dass wir und auch die anderen auch mal stürzen und hinfallen. Lasst uns nicht die Zeit damit vergeuden, dass wir Fehler vermeiden wollen oder dass wir Fehler vertuschen, dass bloß keiner was mitkriegt. Sondern wir dürfen uns an diesen Spruch von Salomo festhalten, der Mensch fällt und steht wieder auf. Und damit kommen wir zum Punkt 2, aufstehen und dazulernen. Darum geht es. Ich bin hingefallen, ich bin gestürzt und jetzt stehe ich wieder auf, weil ich mich auf Gottes Gnade konzentriere und nicht auf meinen verletzten Stolz oder meinen Schmerz oder die Demütigung. Klar, Schaden muss begutachtet werden. Und wenn wir Schaden angerichtet haben, dann müssen wir auch manche Sachen ersetzen. Nichts ist blöder, als wenn wir uns darum drücken, um Vergebung zu bitten, wenn wir Vergebung nicht zusprechen. Das ist so ein bisschen, als würde man versuchen, mit einem ausgeworfenen Anker zu surfen. Ich weiß, ein Surfbrett hat keinen Anker. Aber bei manchen Leuten habe ich das Gefühl, sie wollen einerseits surfen, aber andererseits haben sie sich an ihr Brett einen Anker, eine Reling und ein Beiboot angebaut. Und es klappt einfach nicht. Es flitzt nicht übers Wasser. Da gilt es, dass wir darauf vertrauen, dass Gott uns immer wieder eine neue Chance gibt. Und dass er niemals sagen wird, du bist so oft vom Brett gestürzt, jetzt nehme ich dir das Surfbrett weg. Stattdessen sagt er, so, und jetzt steh wieder auf und richte dich zurecht und ich helfe dir dabei. Ich helfe dir auf diesem Brett. Und dann die große Chance für uns, wir dürfen daraus lernen, aus unserem Sturz. So ein Surfer, der lernt ziemlich viel, während er durch seine Stürze lernen kann, Mensch, wie kann ich besser mit Wellen umgehen? Wie kann ich besser meine Kraft einteilen? Mit welcher Körperhaltung komme ich hier eigentlich leichter durch? Und was sind meine Schwachpunkte? Das hilft ihm wahnsinnig. Und Stürzen bewahrt uns davor, dass wir arrogant und überheblich werden, egal auf welchem Brett wir stehen. Von einem führenden Mitarbeiter bei der Firma IBM wird berichtet, dass er bei einer riskanten Transaktion 10 Millionen Dollar in den Sand gesetzt hat. Und daraufhin wollte er seine Kündigung einreichen, kam in die Geschäftsstelle. Ah, sagte die Geschäftsleitung, was fällt Ihnen ein? Wir haben gerade 10 Millionen Dollar in Ihre Weiterbildung investiert. Darum geht es, dass man bereit ist, aus dem, was man falsch gemacht hat, lernt. Dass man für sich erkennt, durch Gottes Gnade können stinkige Fehler zu Dünger in meinem Leben werden. Und damit will ich nicht sagen, dass dadurch Fehler gut werden. Fehler, Sünde ist immer falsch und schlecht. Aber Gott versetzt uns in die Lage, dass daraus trotzdem noch mal was Gutes erwachsen kann. Allerdings nur, wenn wir dazu bereit sind und sagen, ja, ich schaue mir das an, was ich hier verbockt habe. Ich schaue mir an, was schiefgelaufen ist. Und dann lerne ich für mein Leben daraus. Was kann ich besser machen? Wie kann ich es anders machen? Und wir lernen am leichtesten daraus, wenn wir bei diesem Prozess unseren Blick immer wieder ganz fest auf Gott ausrichten. Und damit kommen wir zu Punkt 3, auf Gottes Gnade konzentrieren. Wenn wir ins Wasser gefallen sind, dann lernen wir am besten, wenn wir ganz fest auf Gott schauen, ihn im Blick haben und sagen, okay, Herr, deine Gnade ist mit mir. Und ich möchte euch dazu aus Psalm 103 ein paar Verse vorlesen.
Lobe den Herrn, meine Seele, und vergiss nicht, was er dir Gutes getan hat, der dir alle deine Sünden vergibt und heilet alle deine Gebrechen, der dein Leben vom Verderben erlöst, der dich krönet mit Gnade und Barmherzigkeit, der deinen Mund fröhlich macht und du wieder jung wirst wie ein Adler. Dieser Psalm ist eine Aufforderung an uns, dass wir uns immer wieder nach Gott ausstrecken, dass wir als allererstes auf ihn schauen und dass wir ihn an allererster Stelle loben. Ihn loben als den Herrn, der die Macht hat, Schuld und Sünde zu tilgen. Der Gott, der immer wieder begnadigt. Und wenn wir es schaffen, dass wir das Lob Gottes in den Mittelpunkt rücken, dann werden wir auch niemals Gefahr laufen, dass wir uns mit billiger Gnade vertrösten, dass wir sagen, ach, ist doch gar nicht so schlimm, der Herr vergibt schon wieder. Wer Gott im Mittelpunkt hat, dem ist bewusst, was es Jesus Christus gekostet hat, dass wir überhaupt begnadigt sind. Dass Gott selbst für uns am Kreuz gestorben ist. Und da ist kein Platz für billige Gnade, sondern das war eine hochteure Sache. Und die gilt uns und wir sind begnadigt. Und ich möchte, dass Menschen hier in der Friedenskirche erleben, dass da ein lebendiger Gott ist, der zu loben ist, weil er uns begnadigt hat. Und wir sind seine gekrönten Gotteskinder und Königskinder. Der Psalm redet von der Krone, die wir bekommen. Das ist aber keine Krone, die aus Juwelen und Ruhm besteht. Wir sind nicht gekrönt, weil wir so besonders toll sind und es so extrem verdient haben, sondern wir sind gekrönt mit Gottes Gnade und Barmherzigkeit. Es ist allein Gottes Gnade, die diese Krone ausmacht. Und da, weil es allein diese Gnade und Barmherzigkeit ist, ist es eine Krone, die man niemand nehmen kann. Kein Sturz der Welt kann diese Krone irgendwie wegnehmen von mir. Kein dämlicher Fehler. Mir wird kein Zacken aus der Krone brechen, wenn ich etwas verbockt habe. Wir dürfen hinfallen, und wir dürfen aufstehen und wir dürfen das Krönchen gerade rücken und wir dürfen weiter surfen. Und das funktioniert, wenn wir uns selbst nicht so wichtig nehmen, wenn wir uns nicht darauf konzentrieren, dass ich ja toll sein muss, damit ich die Krone verdient habe, sondern dass mir bewusst ist, diese Krone habe ich aus Gnade geschenkt bekommen. Diese Krone kommt von Gott allein, ihm habe ich sie zu verdanken. Und dann kriegen wir es unter einen Hut, dass Sturz, hinfallen und Krone haben, Königskind zu sein, schließen sich nicht aus. Herrlichkeit und Schmutz gehören zusammen. Wir sind gefallene Sünder und gleichzeitig sind wir gekrönte Königskinder. Und das ist so wichtig, dass das in unserem Leben ganz groß wird, dass uns das bewusst wird und dass wir damit durch unser Leben surfen können. Und ich lade euch ein, dass ihr euch ganz bewusst auf diese Gnade einlasst, dass ihr euch darauf konzentriert und für euch annehmt, ja, diese Gnade ist für mich persönlich. Dass vielleicht hast du noch nie auf diesem Surfbrett Gottes gestanden, auf seiner Gnade, dass du das einfach mal ausprobierst und sagst, ich möchte das jetzt mal ausprobieren mit diesem Gott. Ich möchte erleben, wie ich mit seiner Gnade, mit seiner Liebe durch mein Leben surfen kann. Vielleicht bist du aber auch jemand, der jetzt gerade am Strand sitzt, auf dem Brett und die ganze Sache nur beobachtet. Vielleicht bist du mit deinem Brett aus dem Wasser gekommen und sitzt nur noch beobachtend da. Dann lade ich dich ein, stürz dich wieder rein in das Leben mit Gott. Mach weiter und freu dich an dem, dass er dich surfen lässt und dass du nicht nur beobachtest. Vielleicht geht es dir aber auch gerade so, dass du einen richtigen Sturz hingelegt hast, richtig was in den Sand gesetzt hast, fast in den Wellen untergegangen bist, dann mache ich dir ganz viel Mut, steig wieder auf das Brett. Gott ist immer wieder gnädig und sagt, ich helfe dir hoch auf dieses Brett. Ich möchte, dass du durch dein Leben rauschen und schweben und surfen kannst. Gottes Hand ist immer ausgestreckt. Er will uns immer wieder seine Hilfe und Gnade anbieten. Er lädt uns ein, komm, schmeck meine Gnade und sei mit mir unterwegs. Damit bin ich für heute am Ende unseres Surfkurses. Ich wiederhole euch nochmal die Lernschritte und zwar hinfallen gehört dazu, aufstehen und dazu lernen und konzentriere dich auf Gottes Gnade. Amen.
wenn ich hier vor dir stehe, deine starke Gnade sehe, dann ergreift mich deine Liebe. Du nimmst mich in deinen Armen, Friede hört mich ein für immer, ich tauch ein ins Gnadenmeer. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein in deine Liebe an, deine Liebe an. Wenn ich mich auch verirre, richt ich meine Augen zu dir, Herr, das ist so wunderschön. Hier bei dir bin ich sicher, deine Herrlichkeit ergreift mich, du nur bist mein Zufluchtsort. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein in deine Liebe an, deine Liebe an. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig und strömt sie mich. Und nun schau ich auf dich und Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich sehen, Herr. Denn deine Liebe ist so weit und tief, ewig umströmt sie mich. Und nun schau ich auf dich und Jesus, du bist alles, was ich such. Ich bitte und ich ruf, ich will dich kennen, Herr. Du wächst mich auf, Gnade zieht mich zu dir, denn dir gehört mein Herz. Die Angst vergeht, ich atme ein, nimm deine Liebe an, deine Liebe an. Deine Gnade reicht aus, ist mehr als ich brauch. Deinem Wohl vertraue ich, zieh mich zu dir. Ich warte auf dich, mach mich neu durch deinen Geist. Jesus, hier knie ich vor dir. Ja, hier knie ich vor dir, um dich.
ich bitte dich an. Deine Kraft lebt in mir, zeig mir meinen Weg. Dein Wort leuchtet hell und klar, ich bin erlöst, wiederhergestellt und befreit durch deinen Geist. Jesus, ihr kniet, ich vor dir, ja, hier. Weil er uns liebt, was für ein Gott. Er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Diener und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Er gab sich für uns in den Tod, als Kreuzstück man ihn in den wahren Gott. In uns selbst gibt, weil er uns liebt, was für ein Gott. Und er überwand des Todes Macht, wird ewig geehrt in seiner Pracht. Und Held, Retter der Welt, was für ein Gott. Jesus, ihr knie ich vor dir, ja, hier knie ich vor dir und ich bitte dich an. Jesus, hier knie ich vor dir, ja, hier knie ich vor dir und ich bitte dich an. Was für ein Gott haben wir gesungen? Das ist ein Gott, der mit seiner Gnade mit euch in die kommende Woche geht, jeden Tag neu. Und ich lade euch ein, das bewusst für euch in Anspruch zu nehmen. Dieser Gott will mich segnen. Und die Liebe Gottes des Vaters und die Gnade Jesu Christi des Sohnes und die Gemeinschaft des Heiligen Geistes sei und bleibe in uns allen. Amen. Jetzt haben wir gemeinsam diesen Gottesdienst erlebt und sind am Ende angelangt. Wenn du weiterhin auf dem Laufenden bleiben möchtest, dann schau immer wieder auf unserer Gemeinde-Homepage vorbei. Und wenn du es auf dem Herzen hast, auch zu spenden, dann findest du da auch einen Link. Und jetzt verabschieden wir uns aus der Friedenskirche und wünschen dir noch einen gesegneten Tag.